Ja, wir befinden uns hier in der Volksbank Clubhallen, der 12. Mann, wo wir Anfang eine Toilettenanlage bauen wollten und jetzt hier so ein schönes Vereinsheim haben. Dieser Aschenplatz ist seit 1959, war vorher eine kleine Wiese irgendwo, und dieses ist dann über Jahre altertümlich geworden halt. Also zunächst einmal ist das heute nicht mehr zeitgemäß, auf Asche zu spielen. Dann kam es dazu, dass unser Platz immer mehr abgängig wurde, teilweise Seenlandschaften hier entstanden. Seit 2008 waren wir damit beschäftigt, mit der Geschichte Kunstrasen. Das wurde dann zurückgestellt und ist dann 2010, 2011 wieder neu in Angriff genommen worden. Und wir haben natürlich hin und her überlegt und haben gesagt, dann gehen wir das Risiko ein, wenn wir Unterstützer für dieses Projekt finden. Der Vorstand der Volksbank hat immer ein offenes Ohr, weil wir natürlich auch sehr viele soziale Projekte immer in Angriff genommen haben. Die 30. Sportplatz-Olympiade zur Eröffnung, das passt da auch noch ganz gut, unseres neuen Kunstrasens. Die Volksbank ist natürlich auch ein großer Partner für uns. Ich glaube, fast seit der Verein besteht. Und die Volksbank als ein langjähriger Unterstützer des SV Dorstenhardt, der hat sich hier wirklich in großartiger Weise engagiert. Ein Sponsoring-Engagement, was im Grunde genommen auch beispielhaft ist. Neben anderen aber hauptsächlich die Volksbank.